Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Star Wars Episode 1 Racer. Wir begeben uns dann zum zweiten Level nach Mon Gaza. Hier ist Favorit Timto Pagalis. Ich glaube, haben wir den nicht sogar getroffen bei Episode 1 und haben ein bisschen mit ihm gequatscht? Kann das sein? Ach, ich kann mir hier... Das habe ich jetzt durch Zufall gerade entdeckt. Mal umherklicken. Sieger bekommt alles, machen wir natürlich. Gar keine Frage. Okay, ich glaube aber, wir gucken mal, dass wir mal einen anderen Podracer jetzt nehmen, oder? Fürs zweite Rennen. Wen haben wir hier? Den Cod kenne ich überhaupt nicht, aber ist egal. Nehmen wir einfach mal. Den nehmen wir einfach mal. Wir werden das erste Geld auch sparen, um dann später vielleicht für einen Podracer Teile zu kaufen. Also wir werden uns einen richtig gut aufmotzen am Ende, glaube ich. Einen müssen wir uns dann aussuchen. Die Mon Gaza Spice Minen nach Kessel, der größte Spice-Lieferant. Die Luft hier ist erfüllt von Aufregung und Spannung. Genau, von all dem Sand ganz zu schweigen. Wie ich sehe, wird unser Gastgeber, der berüchtigte Gildenführer Grobs, sogar persönlich in Kürze das Startsignal geben. Das ist der kleine Junge von Tatooine. Skywalker. Hoffen wir, dass sehr gut. Es bis ins Ziel schafft. Bin ich zwar nicht, aber macht der nichts. Macht der überhaupt nichts. So, kriege ich jetzt mit ihm hier vielleicht einen Boost frei? Ach, jetzt leuchtet der grün. Kann ich dann vielleicht boosten? Kann das sein? Auf jeden Fall fahre ich jetzt schon wieder 450 mit ihm. Dieses Rennen oder diese Strecke habe ich eben auch schon mal gespielt gehabt zum Testen. Die war um einiges kürzer, also das Rennen wird noch schneller gehen als das davor. Und es wird auch nicht schwerer. Deswegen können wir noch ein bisschen durch die Racer switchen. Können vielleicht sogar noch mal welche überrunden. Da haben wir schon den ersten. Ich habe auch nirgendwo gefunden, wo ich jetzt den Schwierigkeitsgrad erhöhen könnte. Deswegen fahren wir jetzt einfach hier mal ein bisschen. Das ist doch eher anspruchslos. Ist schon krass, dass dieses Spiel beliebter war als Star Wars Episode 1 die dunkle Bedrohung. Kann ich persönlich jetzt nicht nachvollziehen. Ich fand wirklich Episode 1 die dunkle Bedrohung war echt ein Top-Spiel. Aber gut, ist alles Geschmackssache. Tja, wir haben schon wieder den ersten Platz erreicht. So schnell geht das. Und haben auch einen neuen Renner freigeschaltet. Das ist ja einfach wunderbar. Ja, haben gewonnen mit 11 Sekunden Vorsprung, haben 2200 Truguts eingesackt und... Dann sehen wir uns auch beim nächsten Rennen wieder in Ando Prime. Oder Endo Prime wahrscheinlich. Möge die Macht mit euch sein.